Habe ich mir mittlerweile meine Pigmentflecken weglasern lassen? Decke ich sie jeden Tag ab? Welche Produkte kann ich euch empfehlen? Und welche Tipps gibt es, um Pigmentflecken vorzubeugen? Das gibt's alles heute in meinem Video. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch Antworten auf die vielen Fragen, die mich in den letzten Monaten erreichen. Und zwar sind das so viele zum Thema meiner Pigmentflecken. Und zwar werde ich da ständig gefragt, ob ich mich denn mittlerweile habe lasern lassen. Das hatte ich ja in meinem letzten Pigmentflecken-Video angekündigt. Und ob ich denn sie jeden Tag abdecke, weil man sie bei mir so selten sieht und welche Produkte ich benutze. Und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal ein Video, in dem ich einfach alles gesammelt beantworte und jeden dann darauf verweisen kann. Deswegen gibt es heute alle Antworten. Auf einmal. Ich habe einen Testlaserdurchgang gemacht und zwar beim Hautarzt und das war so ein Testlasern, um zu sehen, ob die Haut darauf anspringt. Das war vor circa 2,5 Jahren und das war auch eine sehr doofe Zeit, denn ich habe es im Frühling machen lassen und ich muss sagen, dass die Pigmentflecken erst dunkler wurden durch das Lasern. Das war übrigens der Laser, den man auch benutzt, wenn man so geplatzte Äderchen oder sowas hat. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie der heißt, da gibt es wohl mehrere. Und auf jeden Fall hat das erstmal gewirkt, also die Flecken sind bei mir erst dunkler geworden und sind dann nach und nach verblichen. Der Fehler war nur, dass ich dann einen Monat später oder eineinhalb später in die USA gereist bin, und zwar nach Kalifornien. Und das ist einfach sehr, sehr kontraproduktiv, weil die Haut wird ja wirklich geschädigt, wird ganz erneuert und wächst quasi neu nach und ist natürlich sehr, sehr empfindlich wie Babyhaut. Und da haben Sonnenstrahlen dann noch eine viel schlimmere Wirkung und dementsprechend waren meine Pigmentflecken dann relativ schnell wieder da. Das ist auch der Grund, warum ich bisher nicht nochmal habe lasern lassen, denn das Muster der Pigmentflecken hat sich dadurch vergrößert. Ich weiß es allerdings nicht, ob es direkt am Lasern lag. Auf jeden Fall waren das früher so ganz vereinzelte und mittlerweile sind die einfach zusammen verwoben. Mittlerweile sieht das aus wie ein M auf meiner Stirn. Ich habe heute auch extra nicht so viel Lichter aufgestellt. Ich habe auch kein Make-up drauf, nur Wimperntusche und die Augenringe ein bisschen abgedeckt. Aber ihr seht jetzt mal mein pures Gesicht sozusagen. Ich blende euch immer ein Foto ein, da sieht man es nämlich noch besser. Und ja, also mittlerweile haben die sich verbunden und sind größer geworden und mehr geworden. Ich weiß noch nicht genau, ob ich nochmal machen lasse oder mich da nochmal informiere, welche Arten von Lasern es da gibt. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt. Ich habe ja auch in meinem letzten Video zum Thema Selbstliebe und ich hasse meinen Körper und ich hasse Dinge an mir auch dieses Thema angesprochen. Man muss einfach lernen, sich selbst zu akzeptieren. Das ist schwer, wenn man was bekommt, was man vorher nicht hatte. Also wenn man mit einem großen Muttermal geboren wird, ist man daran gewöhnt und ist da vielleicht ein bisschen selbstbewusster, als wenn auf einmal mitten im Leben irgendwelche Makel auftreten, die einen sehr stören. Ich kann nur sagen, steht dazu. Ich bin aber auch dafür, wenn euch danach ist, dann deckt die ab. Aber ich finde, man sollte auch sich nicht verstecken und auch mal seine natürliche Seite zeigen. Also gerne, wenn euch danach ist, abdecken, aber steht auch dazu und schämt euch dafür nicht. Und ich habe natürlich auch jetzt in den letzten Jahren ein paar Produkte für mich entdeckt und Rituale gefunden, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und das A und O bei Pigmentflecken ist das Thema Sonnenschutz. Wenn ihr zu Pigmentflecken neigt, dann solltet ihr das ganze Jahr über einen hohen Schutz, also SPF 50, im Gesicht tragen. Und genau auf den Stellen, wo eben die Pigmentflecken entstehen. Und ich habe wirklich sehr, sehr lange gebraucht, bis ich da den richtigen Sonnenschutz für mich entdeckt habe. Ich habe so viel Geld ausgegeben, aber durch euch, durch die Pigmentflecken Community habe ich zwei Produkte entdeckt, die ich auch jetzt gerne mit euch teilen möchte, die ich wirklich von Herzen weiterempfehlen kann. Und zwar ist das einmal von La Roche-Posay, der 50 Plus Schutz, und das ist ein Fluid, also das ist keine dicke, fettende Creme. Das ist nämlich das Problem, wenn man auf der Suche nach Sonnencremes ist. Und das habe ich durch euch entdeckt. Das gibt es sogar getönt, also wer möchte, kann auch ein bisschen Farbe im Gesicht damit tragen. Ich für mich mag den weißen Schutz lieber und trage da dann gerne Make-up auf, aber da kommen wir später dazu. Seit neuestem habe ich noch ein weiteres Produkt entdeckt, das ich euch auch weiterempfehlen kann, und zwar ist das von The Body Shop Skin Defense. Das ist auch SPF 50 und auch das ist ein leichtes Fluid, das man sehr gut auftragen kann. Es zieht super schnell ein, man kann darüber schminken, ohne dass es solche Knubbels gibt, und ich fühle mich damit wirklich sehr gut geschützt, und das wirklich sind meine beiden Heiligtümer und die trage ich jeden Tag, auch im Winter.
Ich war mir erst nicht sicher, ob ich das in dem Video auch erwähnen sollte, aber ich habe sogar Produktempfehlungen für euch. Und zwar Produkte, bei denen ich euch den Kauf nicht raten kann. Und zwar habe ich ja, bevor ich die beiden gefunden habe, so viele Cremes ausgetestet und so viel Geld bezahlt, weil ich auch wirklich die teuren Sachen aus der Apotheke gekauft habe. Und zwei Produkte, die echt nicht gut sind, sind einmal von SkinCeuticals, auch ein SPF 50 und von Barbour. Diese beiden machen so eine fettige Haut und lassen sich auch nicht so gut dann überschminken und man sieht einfach aus wie so eine, ja, speckige Leberwurst. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Die Poren werden riesengroß und das ist wirklich nicht zu empfehlen. Wenn ihr Erfahrungen mit einer dieser Produkte, mit denen oder mit den Empfehlungen gemacht habt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Der Sonnenschutz ist für uns Pigmentfleckenanfällige, aber damit leider nicht getan. Und ich kann euch wirklich nur dazu raten, im Frühling und im Sommer weiteren Schutz aufzubauen. Und zwar ganz einfach mit Mützen. Und ja, da gewöhnt man sich auch dran. Es kann sogar ein stylisches Mittel sein. Ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Und wenn es wirklich super sonnig ist oder wenn ich ein Sonnenbad nehme, dann ist auf jeden Fall mein Gesicht, vor allem die Partie hier oben und die hier neben, nochmal zusätzlich geschützt durch diese Schirme. Wenn euch das zu warm wird im Sommer, dann kann ich euch auch solche Dinger hier empfehlen. Das sind diese Schirmmützen. Ich weiß gar nicht, ob die innen sind oder nicht. Ich trage die aber trotzdem, weil mein Kopf da oben nicht so warm wird und ich aber trotzdem hier diesen Sonnenschutz habe und das ganz angenehm ist. Natürlich könnt ihr auch Hüte tragen und ich mag Hüte sowieso und finde das dann eigentlich auch nochmal ein ganz gutes Argument, wenn ich dann im Sommer mich auch damit vor Sonnenstrahlen schütze. So, und jetzt kommen wir aber zu der Produktkategorie, die die meisten von euch wahrscheinlich interessieren wird, denn ich werde so oft gefragt, wie ich dann schaffe, meine Pigmentflecken komplett abzudecken. Also erst einmal, ich filme immer mit Licht, also entweder mit Tageslicht oder mit einer Tageslichtlampe. Das heißt, ich bin sowieso ein bisschen ausgeblendet. Wenn ich ehrlich bin, dann seht ihr jetzt, obwohl ich ja nur ein bisschen was auf meinen Augenringen drauf habe, sehe ich nicht so krass aus wie jetzt auf diesem Foto, was der Realität entspricht. Und so ist es auch bei Fotos, die ich im Tageslicht mache, die ich vor dem Fenster mache oder auf denen ich noch einen Filter drauflege. Ich bearbeite meine Pigmentflecken niemals mit einer Photoshop-App. Niemals. Wenn man sie sieht, dann sieht man sie. Und wenn ich sie aber durch Make-up und durch gutes Licht ausblenden kann, dann ist das so. Aber ich verarsche euch da nicht, indem ich nochmal mit einem Radierer drüber gehe. So, das war die Frage. Und dann gibt es eben ein paar Produkte, die mir ganz gut helfen. Und ich fange mal mit dem Produkt der geringsten Deckkraft an und eigentlich meinem Lieblingsprodukt, denn ich mag es eigentlich gar nicht so viel Make-up zu tragen und mich irgendwie hinter einer Maske zu verstecken. Dieses Produkt ist von Bare Minerals und nennt sich Bare Skin. Es ist ein Complete Coverage Serum Concealer. Ich würde mal sagen, 5 von 7 Tagen in der Woche benutze ich nur den und sonst kein Make-up. Damit decke ich mir die Augenringe ab und gebe das hier ein bisschen hier auf die Nasenfalte und eben auf die Flecken und tupfe das mit dem Finger ganz leicht ein. Dann gebe ich ein bisschen Puder drüber, transparentes Puder. Das kann ich euch empfehlen von Catrice oder von Vichy. Das war's dann auch. Also mehr mache ich da wirklich nicht, denn wie gesagt, ich mag das nicht so viel drauf zu haben, vor allem im Sommer nicht. Dieses Produkt hat für mich eine ganz angenehme Deckkraft. Man kann das auch schichten, dass es ein bisschen mehr deckt. Komplett abdecken kann man es damit nicht, weil sonst müsste man ja auch das ganze Gesicht schminken. Und da ich diesen Concealer in meiner eigenen Hautfarbe habe, also nicht in hell, wie das bei Concealern üblich ist, passt das ganz gut, wenn das auch einfach hier ein bisschen aufgetupft ist. Ich habe den in der Farbe Medium. Das ist mein heiliger Gral, wirklich. Und dann habe ich natürlich auch noch weitere Produkte, wenn es mal mehr abgedeckt werden soll, wenn ich vor der Kamera stehe, wenn ich filme, wenn ich Fotos mache. Und da habe ich euch ja in meinem letzten Video schon ein Make-up gezeigt, das ich immer noch sehr mag. Und zwar ist das von Vichy aus der Dermablend-Reihe. Das hat wirklich eine hohe Deckkraft und kombiniert mit diesem Concealer kann man damit wirklich die Dinger ganz gut abdecken. Aber ich muss sagen, man sieht halt von nahem sehr stark geschminkt aus und die Poren werden dadurch meiner Meinung nach auch sehr betont. Dann ein weiteres Produkt, was ich nach diesem Dermablend noch für mich entdeckt habe, das ist von Clinique und das ist Beyond Perfect Foundation und Concealer. Wie der Name schon sagt, ist in diesem Make-up Concealer
Concealer mit drin. Das heißt, die Deckkraft ist hier sehr hoch. Und auch das ist ein Produkt, womit ich eigentlich die Flecken ganz, ganz gut abgedeckt bekomme. Aber auch hier, man sieht einfach von nahem sehr geschminkt aus, was ich persönlich nicht so gerne mag. Aber gelegentlich ist das in Ordnung. So, und dann benutze ich auch noch gelegentlich den Concealer von Catrice. Das ist diese Concealer Camouflage Cream. Die ist aber sehr feucht. Also die muss man auf jeden Fall dann mit einem transparenten Puder setten, damit das auch da hält. Das ist auf jeden Fall noch eine sehr günstige Variante. Und dann habe ich noch seit kurzem ein Produkt für mich entdeckt, nämlich von NYX, ein Gotcha Covered Coverage Total Concealer. Und das ist ein Concealer, der auch durch seine besondere Textur sich von anderen abhebt und der wirklich eine ganz starke Deckkraft hat. Und vor allem ist der wasserfest. Also der ist super gut, auch jetzt an heißen Tagen, wenn man schwitzt, damit das ganz gut hält. Und dann habe ich natürlich auch viele Serien getestet die letzten Jahre und viele Cremes. Und ich muss leider sagen, ich habe nicht das ultimative Wow-Produkt, das eure Flecken mindert. Wenn ihr eins habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich finde sowieso bei diesem Thema den Austausch mit euch so cool, weil wir uns gegenseitig beraten und uns berichten und von unseren Erfahrungen voneinander lernen können. Das finde ich wirklich super. Also gerne in die Kommentare mit euren Empfehlungen und auch gerne mit Empfehlungen. Kommen wir zurück zu den Cremes und Serien. Da habe ich in den letzten Jahren getestet. Eins von Caudalie, das ist mit Traubenextrakt. Dann hier eine Reihe von Eisenberg, die Pure White Collection, die eben dazu da ist, Hautflecken zu korrigieren. Aber ich kann euch leider für die beiden keine 100%ige Kaufempfehlung aussprechen, weil ich will natürlich auch ehrlich mit euch sein. Das wurde mir auch zugeschickt. Ich kann euch aber leider nicht sagen, gebt euer Geld dafür aus, weil ich da keine krasse sichtbare Wirkung an mir festgestellt habe. Es ist so, dass es eventuell leicht zurückging oder die Pigmentflecken davon abgehalten hat, schlimmer zu werden. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie dadurch weniger werden. Wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen, also bei der Sonnencreme kann ich wirklich sagen, das sind die 15 bis 20 Euro wirklich wert. Aber bei den anderen Sachen kann ich es leider nicht sagen. Ich möchte euch aber trotzdem sagen, dass ich das getestet habe. Aber wie gesagt, nicht diesen Wow-Effekt hatte. Dann habe ich aber ein Produkt, das habe ich mir schon vor ein paar Monaten bei TK Maxx gekauft. Und zwar ist das von Skin Bio. Das hängt auch, glaube ich, mit einer größeren Marke zusammen. Ich weiß aber leider nicht mehr welche. Skin Bio Depigment Anti-Pigment-Flecken Serum Nummer 03. Ich habe es im Internet nicht mehr gefunden. Es scheint vom Markt genommen zu sein, aber das nutze ich jetzt seit circa 3 Wochen. Und ich sah vor ein paar Wochen, als die ersten Sonnenstrahlen rauskamen und ich im Schwimmbad war, sah ich nach dem Baden so aus. Und ich habe das Gefühl, seitdem ich das benutze, dass es ein bisschen besser geworden ist. Ja, jetzt ist nur noch die Frage, wo kriegt man das her, ne? Wenn ihr es finden solltet, lasst es mich gerne wissen. Ihr könnt auch gerne Links unten rein posten. Also da habe ich das Gefühl, es wirkt ein bisschen, denn ich finde auch beim Auftragen, dass das ein bisschen bitzelt auf der Haut. Also da spürt man, dass was passiert. Das ist das Einzige, bei dem ich eine eventuelle Kaufempfehlung aussprechen würde. Ja, das war mein Update, weil wie gesagt, so viele Fragen von euch kamen. Das sind die Produkte, die ich momentan empfehlen kann und Produkte, bei denen ich enttäuscht wurde. Ich freue mich auf den Austausch mit euch in den Kommentaren. Wenn ihr mein letztes Video zum Thema Pigmentflecken nicht gesehen habt, dann schaut gerne da vorbei. Und wenn ihr so sehr darunter leidet, dass ihr euch total unwohl fühlt, dann schaut euch auf jeden Fall dieses Video an, denn da geht es darum, wie man damit umgehen kann, wenn man was an sich nicht mag. So, das war's für heute. Schreibt mir gerne weitere Fragen in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.